Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mich immer ein bisschen ausgebreitet und noch zum einen oder anderen Stück Ausrüstung was zu erzählen. Mache ich ja immer sehr, sehr gerne, wenn ich da einigermaßen was habe, was ich erzählen kann. Mir macht Spaß, ihr guckt es tendenziell ganz gerne. Inzwischen auch nicht mehr ganz so gerne. Das ist eine hervorragende Entwicklung, da bin ich ja sehr dankbar, dass inzwischen mein regulärer Waldwissen-Krempel, so Waldwissen und erweitertes Waldwissen, schon ein bisschen besser geguckt wird als so ein durchschnittliches Video zu irgendwelcher Ausrüstung. Früher war das andersrum und das Problem haben viele Kanäle, die im Grunde gerne was anderes machen wollen würden, also Outdoor-Kanäle, als Ausrüstung, dass aber trotzdem Ausrüstungsvideos nach wie vor sehr gerne geklickt werden, weil wir halt alle doch irgendwo Gear-Junkies sind. Wir behaupten zwar alle, wir gehen lieber raus, als uns über Ausrüstung Gedanken zu machen, aber scheinbar machen wir uns doch lieber über Ausrüstung Gedanken oder gehen tatsächlich lieber raus, als anderen beim Rausgehen zuzugucken. Also zumindest laufen auf so ziemlich jedem kleinen Outdoor-Kanal Tourenvideos schlechter als Ausrüstungsbesprechung. Das nur mal am Rande angemerkt. Daher bin ich ganz dankbar, dass bei mir die Klickzahlen der Ausrüstungsbesprechung etwas zurückgegangen sind im Vergleich zum eigentlichen Hauptcontent des Kanals, den nur ich machen kann, weil der ja wirklich so ein bisschen Waldwissen erfordert, dass dann nicht nur ich, aber unter anderem nicht viele Leute außer mir haben. Ne? Und ja, das nur so als kleiner Disclaimer. Trotzdem jetzt noch mal ein bisschen Ausrüstung und zwar diese formschöne Tasche. Und ich habe mir hier absichtlich den Trageriemen der formschönen Tasche mal dekorativ um den Hals gelegt. Denn, ja, die gibt es in dieser Form tatsächlich, oder gab es zumindest mal, käuflich zu erwerben. Der Riemen ist schon ein bisschen Geschmackssache, aber könnt ihr sagen, oh Gott, furchtbar, völlig in Ordnung, kann ich mit leben, ist halt Geschmackssache. Ich persönlich finde diese Kombi irgendwie ganz cool. Ja, also die Kombination aus offensichtlich alter militärischer Tasche, also zumindest wenn man sich ein bisschen mit der Materie auskennt, erkennt ja wirklich jeder, dass das irgendwas aus Militärbestand ist. Und so einem modernen fancy Trageriemen finde ich cool. Warum? Erstens, ich finde das gar nicht so unhübsch, dieses Rot-Schwarz hier von dem Trageriemen. Zweitens, es nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Schärfe, ja? Wenn du mit vielen kleinen militärischen Täschchen rumrennst. Zum Beispiel, die noch so ein paar Patronentaschen, Magazintaschen an den Gürtel hängst. Oder irgendwelche kleinen sonstigen sogenannten Kampftaschen oder was weiß ich was, sonst wo an die Klamotte hängst. Oder gar mit einer Weste rumrennst, auf der noch so diverse Taschen drauf sind und so weiter. Als Zivilist wirkt man aus meiner Sicht dann schnell ein bisschen, sag mal, was hat der eigentlich vor? Und das möchte ich einfach vermeiden, ja? Nicht, weil ich was Böses vorhabe und geheim halten will, dass ich was Böses vorhabe, sondern eben, weil ich genau nichts Böses vorhabe und dann auch nicht so aussehen möchte, als ob ich was Böses vorhabe. Weil zumindest ich treffe auf dem Weg in den Wald, beziehungsweise auch im Wald hin und wieder mal Menschen und dann möchte ich die nicht erschrecken. Es gibt da so eine Geschichte, die ist längst verjährt, die kann ich erzählen, eines jungen Bens. Jung heißt, er war gerade alt genug, um sich ein Samurai-Schwert zu kaufen. Ab musst du 18 sein. Und jetzt hatte der junge Ben ein Samurai-Schwert. Nicht das aktuelle, das gibt es in irgendeiner Gelegenheit mal ganz kurz zu sehen. Ne? Aber darüber sprechen wir nicht mehr, über diese Gelegenheit. Wer weiß, was ich meine. Ja, ihr dürft natürlich selbstverständlich trotzdem drüber sprechen, aber ich spreche da nicht mehr drüber. Wie auch immer, jedenfalls war dieser junge Ben durch frühkindliche Prägung das Schwert aus dem Stein ziehen ganz toll und Artus-Geschichte und Rittergeschichten und Fantasy und Herr der Ringe dann erst recht und so weiter und so weiter. Ich habe ein gewisses Faible für lange, scharfe Gegenstände. Ja, das habe ich bis heute. Das Einzige, was mich davon abhält, mir jetzt eine Sammlung von Schwertern zuzulegen, ist das letzte bisschen Vernunft, das ich habe auf der einen Seite und Frau auf der anderen Seite, die beim fehlenden Vernunftthema mithilft mit ihrer. Ja, was soll man mit Schwertern anfangen letztendlich? Ne? Die sind selbstverständlich ziemlich nutzlos. Man kann bestenfalls im Garten die Rosen damit schneiden und auch das funktioniert nicht wirklich gut. Ich habe es ausprobiert. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls damals als junger Ben hatte ich ein Schwert und war da total glücklich, dass ich jetzt endlich ein Schwert habe. Und jetzt ist es natürlich nicht erlaubt, mit einem Schwert schwingend, auch nicht ein Samurai-Schwert schwingend, im Wald herumzulaufen. Aber ich dachte mir, naja, da sieht mich ja keiner, das ist zu lange her, ihr könnt mich nicht verklagen.
Und dann bin ich also entsprechend doch schwertschwingend im Walde herumgerannt. Und das Blöde war, dass ich dann, als ich gerade aus einem dichten Tannenbestand auf den Waldweg gesprungen bin, über so eine, ja, so eine ähnliche Böschung wie hier, ne, sowas, da kam ich quasi hier runter und bin dann hier rausgesprungen und dann quasi hier jetzt auf dem Weg, also darunter gesprungen, hier gelandet. So, und just in, also nicht hier, woanders, aber ungefähr so ein Szenario. Und auf dem Weg, also quasi da, wo ihr jetzt nicht hinguckt, da kamen halt gerade zwei Joggerinnen an. Die sehen mich dann da mit vermutlich im Lichte glänzen, im letzten Licht, es war kurz vor Dämmerung, beziehungsweise schon in der Dämmerung, blankem Schwerte auf diesen Weg hüpfen. So, und die sind umgedreht und sehr schnell in die andere Richtung gejoggt. So, und das, die Tatsache, dass ich denen dann noch hinterher gebrüllt habe, ich bin harmlos, brauchen Sie nicht wegrennen. Ich weiß nicht, ob es das besser gemacht hat. So, und seitdem habe ich gelernt, dass ich andere Waldbesucher so wenig wie möglich erschrecken möchte. Das steht im Übrigen so auch im Gesetz. Wer den Wald betritt, hat sich so zu verhalten, dass andere der Wald selbst nicht zerstört, gestört oder sonst wie geschädigt wird und andere Waldbesucher in ihrer Erholungsnutzung des Waldes so wenig wie irgend möglich beeinträchtigt werden. So, und jetzt ist es schon eine ziemliche Beeinträchtigung, schwertschwingend durch den Wald zu rennen und Leute zu erschrecken. So, daher habe ich eben beschlossen, dass ich nicht mehr gefährlich aussehen möchte. Und drum sind mir so Lösungen wie rote, schwarze Bändel an offensichtlich militärischer Ausrüstung irgendwie ans Herz gewachsen. So, lange unnütze Anekdote, wir kommen zum Inhalt. Beziehungsweise zur Tasche selber. Das ist nämlich ein polnischer Brotbeutel. Brotbeutel, ich habe es lange versucht rauszufinden. Ja? Aus meiner eigenen Militärzeit, da gab es den Brotbeutel schon nicht mehr, zumindest nicht als Standardausrüstung. Ich habe nie einen gekriegt. Die Bundeswehr hatte auch mal einen Brotbeutel. Oder war es der Vorgänger der Bundeswehr? Keine Ahnung. Es gibt auch so eine ähnliche Tasche von der NVA, also die DDR-Armee. Es gibt solche Taschen von so ziemlich jeder Armee Richtung Osten, die man käuflich erwerben kann. Und das ist eben der polnische. Ja, die sind auch in der NATO, das ist also nichts Dramatisches. Kann man also definitiv schon verwenden, finde ich. So, und ich glaube, da das Ding ja Brotbeutel heißt, dass das ursprünglich mal für den Proviant gedacht gewesen ist, des Soldaten und irgendwie nochmal separat verpackt wurde in einem eigenen Beutel, weil für den direkten Kampf ja nicht so zwingend erforderlich. Das heißt, man hat das Ding irgendwo mal deponieren können, wenn man da später wieder vorbeikommt, wieder mitnehmen können und daher war es, vielleicht, das ist die Erklärung, die ich gefunden habe. Wenn das Quatsch ist und jemand weiß es besser, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber dass man dann halt nur noch mit der kriegswichtigen Kampfausrüstung rumläuft und einfach ein bisschen Gewicht spart, indem man seinen Proviant in Form vom Brotbeutel irgendwo liegen lässt, ne? Und ne, einfach etwas mobiler und schneller unterwegs ist. So, das meine herausgefundene mögliche Erklärung, wozu diese Brotbeutel ursprünglich gut gewesen sind. Was da wie drin gewesen ist, keine Ahnung, traditionell. Ja, auch beim Deutschen, keinen Schimmer. Da findet man erstaunlich wenig Wissen. Vielleicht ist der militärische Abschirmdienst tatsächlich mal zu was gut und verhindert, dass man dazu Wissen im Internet findet. Ich weiß es nicht, aber das sind ja historische Sachen. Das sollte eigentlich im Grunde ja relativ egal sein. Wie dem auch sei, ich habe eben besagten Brotbeutel hier mit roter Schnur tatsächlich geschenkt bekommen, ein Weihnachtsgeschenk von privat, ja, also nichts Werbung und ähnliches. Und da kommt wieder ein Flieger und finde den ganz großartig. Kurzer Schnitt. Jetzt ist es ja so, dass ich so eine Umhängetasche zwar grundsätzlich wahnsinnig cool finde, aber selten wirklich brauche. Ich trage, wenn ich ein bisschen mehr mitnehmen möchte, schon einen Rucksack. Wenn ich ein bisschen weiter laufen möchte, trage ich auch einen Rucksack, weil der sich einfach bequemer trägt, als das Gewicht an einer Schulter hängen zu haben, ne? in so wie an der Seite. Mag ich die Dinger irgendwie, aber so richtig effizient sind sie nicht. Jetzt ist die Frage gewesen, was stelle ich jetzt also mit dieser Tasche an, die unglaublich cool ist und mir sehr gefällt. Und da habe ich mir überlegt, ich wohne ja mitten im Nirgendwo inzwischen,
Und manchmal habe ich das Bedürfnis, gerade ein bisschen rauszugehen und einfach ein bisschen an der frischen Luft zu sein. Wir haben keinen nennenswerten Balkon. Wir hätten zwar theoretisch einen nennenswerten Garten, mit Benutzung fürs ganze Haus und so weiter. Aber ja, wenn ich schon rausgehe, dann kann ich auch ein bisschen weiter als in den Garten. Und drum dachte ich mir, ja gut, dann gehe ich doch zum Rausgehen einfach ein paar Schrittchen in die nähere Umgebung. Da gibt es überall nette Flecken wie diesen hier. Der ist jetzt nicht so nett, aber irgendwie gefällt es mir hier. Ja. Und dann kann ich doch für so eine Gelegenheit schon parat stehen haben, diese Tasche, zum Beispiel diese Tasche, in gepackter Form. Und wie sich herausgestellt hat beim Probepacken, ist die genau die richtige Größe für exakt dieses Vorhaben. Einfach ein bisschen rausgehen, ein bisschen draußen rumhocken, gemütlichen Heißgetränk schlürfen und dann wieder nach Hause gehen. Gar nicht so sehr aus sportlichen Ambitionen, sondern einfach nur wirklich zum frischen Luft genießen. Ja, wenn ich sportliche Ambitionen habe, wie gesagt, dann Rucksack. Dann will ich das hier nicht rumschleifen. Aber ich bin jetzt hier vielleicht 600, 700 Meter gelaufen von Haustür bis zu diesem Ort, wo ich jetzt bin. Lass es 800 Meter gewesen sein und über die kurze Entfernung, da kann ich also locker auch eine Umhängetasche verwenden. Ja, so. Und jetzt ist das also meine eine gute Zeit habe Tasche. Ich muss mir dringend noch einen anderen Namen dafür einfallen lassen. Und was ist da jetzt drin? Vielleicht interessiert euch das ja und da würde ich die einmal aufmachen. Beziehungsweise zeige euch erst nochmal die Tasche. Das ist die Rückseite. Die kann man theoretisch also auch am Gürtel befestigen. Ne? Hier mit solchen Schlaufen. Theoretisch. Oh, wer das möchte. Das Dumme ist nur, du musst sie halt mit dem Gürtel an die Hose ranfriemeln. Man kann sie dann nicht schnell abmachen, sondern die hängt dann halt an Gürtel und Hose. Man muss den kompletten, mindestens den Gürtel ausziehen, um die dann vom Gürtel wieder wegzukriegen. Das wäre ein bisschen umständlich. Klar kann man sie auch mit Karabinern theoretisch an der Hose irgendwie festmachen. Geht auch, dann kriegt man sie etwas leichter weg. Aber das sehe ich alles nicht ein. Ich finde schon, dass man so eine Tasche also am effizientesten wirklich als Umhängetasche trägt oder man schnallt sie sich oben noch auf den Rucksack, falls man aus irgendwelchen Gründen nur einen Rucksack hat und der recht klein ist und man die Tasche noch als Zusatzstauraum möglicherweise braucht. Hier hat sie noch einen Handgriff und das ist es im Grunde zur Rückseite. Das ganze Ding ist, glaube ich, aus Baumwolle, ziemlich dicht gewebte Baumwolle, aber das müsste schon Baumwolle sein. Eben dieser, der Tragegurt, der ist ja nicht historische Militärausrüstung, habt ihr gesehen. Das ist es im Grunde. Unterseite sieht so aus, man könnte hier theoretisch mit diesen Riemen auch noch was an die Unterseite dran schnallen. Vielleicht eine Thermoskanne, wenn das ein Thema ist, das würde funktionieren. Die Riemen sind ein bisschen schwierig spannbar, das sind alles ganz alte Verschlüsse, nichts moderne Spannriemen und so weiter und so fort, aber es geht schon. Apropos alte Verschlüsse, das hier war ziemlich mühsam zuzubekommen, aber wenn man es dann aufkriegen möchte, das geht schnell, da muss man nur hier dran ziehen, zack, offen, Schnellverschluss, also schnell auf Verschluss, nicht schnell zu ist recht mühsam. So, und dann kommt als nächstes zum Vorschein, es gibt hier innen drin nochmal einen Kompressionsriemen, das ist der hier vorne, mit dem man, wenn man zu viel Zeug reingepackt hat, so wie ich, den Inhalt nochmal ein bisschen zusammenzuchen kann, damit auch seitlich nichts rausfällt. Weil der Deckel hier, ne, der liegt da ja nur locker drüber, klar, man kann den auch ein bisschen anziehen, aber es kann schon sein, dass da seitlich was rausfällt, weil der lappt hier seitlich nicht noch über, daher Zug. Ist das sehr, sehr praktisch, dass da innen drin noch der Kompressionsriemen ist. Wenn man den nicht braucht, dann macht man ihn einfach los und steckt ihn mit in die Tasche rein, dann nervt er auch nicht. Gut, was ist da jetzt drin? Zu dem Zweck muss ich den Kompressionsriemen tatsächlich gerade mal wegmachen. Und ich mache mal hier diesen. Dann seht ihr auch besser, wie ich hier hantiere. Und zwar habe ich hier einmal eine wunderbare Packung hervorragenden Tee. Tiguan Gin Oolong Tee aus Anixi, Fujian in China. Ja, kein Plan, aber klingt hervorragend. Herzlichen Dank an der Stelle übrigens. War auch ein Geschenk. So, und also irgendein Tee dabei haben, wird wahrscheinlich mein Standardinhalt sein. Das ist jetzt der, weil der jetzt gerade just per Post gekommen ist und hier gut dazu passt. Weiterer Inhalt. Grundsätzlich, wenn ich schon draußen bin, dann habe ich auch gerne irgendwas zu knabbern dabei.
irgendwie ein bisschen Schokolade oder sowas. Und was die Schublade daheim jetzt gerade hergegeben hat, waren hier so ein paar Kängurus. Kommen weg. Oh, die können springen. Oh. Möglicherweise ist die Tüte nachher nicht mehr ganz voll. Aber noch ist sie es. Ja, und nur so als Beispiel. Ja, da kann man beliebig anderen kleinen Imbiss, kleine Knabberei, kleine paar Kekse, was weiß ich was, reinpacken. Gut, jetzt haben wir hier zunächst mal das Innere jetzt frei zugänglich und stellen fest, die Tasche hat eine gewisse Kompartimentierung. Das heißt, das ist nicht einfach nur ein großer Beutel, sondern da gibt es noch einzelne Extra-Täschchen. Die zwei, hier ist noch eine kleine Trennwand eingebaut und hier ist zum Beispiel noch ein Seitentäschlein und da gibt es auch noch, hier gibt es auch noch ein Seitentäschlein. So, ich habe da jetzt also drin zunächst mal einen Windschutz für Benzin-Gaskocher. Quatsch, Benzin, Spiritus. Oder Gaskocher, den Tee habt ihr schon gesehen. Und dann in den kleinen Beutelchen, zum Beispiel hier jetzt an der Seite in diesem kleinen Beutelchen ist mein Müllbeutel. Ja, einfach falls Müll anfällt, das ist ja durchaus der Fall, wenn zum Beispiel meine Tüte mit Knabberkrempel irgendwann mal leer ist, dann kann man den da reinmachen, kann man auch einfach in die Hosentasche stecken, natürlich, wenn es nur wenig Müll ist. Aber sollte mehr Müll anfallen, bin ich einfach vorbereitet. Sollte ich unterwegs Müll finden, liegt hier dankenswerterweise nirgendwelcher. Ich bin hier wirklich ziemlich weit weg von allem. Hier gibt es keinen Müll, ne? Hier kommt auch keiner vorbei. Egal, jedenfalls sollte ich mal welchen finden, ich habe eine Mülltüte. Das, finde ich, passt wunderbar rein in dieses kleine Täschchen hier zu sehen. Das ist aber auch damit relativ voll gewesen. Ja? Also das ist so das Volumen, was man da reinkriegt. Keine Ahnung, was da ursprünglich drin gewesen ist. So, dann ist hier noch prima Platz in der einen Abteilung. Also die Tasche ist gedrittelt sozusagen. Hier ein Drittel abgetrennt, zwei Drittel hier als großes Fach. Und in das kleine Fach passt wunderbar rein eine Feldflasche mit Wasser. In Feldflaschen wirklich immer nur Wasser reinmachen und eine Spiritusflasche von der Schweizer Armee in diesem Fall, sehr passend in einer Militärtasche. Und dann ist diese Abteilung hier auch schon leer. Das war's. Ich hätte noch ein bisschen Kleinkram reinquetschen können, aber die war eigentlich schon recht gut voll. So, dann habe ich hier mein bewährtes Lexan-Glas für alkoholische Getränke. Sollte man mal das Bedürfnis nach alkoholischen Getränken haben, keine Ahnung mehr, wo man oder ob man die noch kriegt, gab es mal irgendwann bei Globetrotter Ausrüstung, als ich da noch eingekauft habe, da bin ich inzwischen ein bisschen von abgekommen, aus Gründen, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. So, und ja, es ist jetzt nicht ein Schnapsglas, es ist auch kein Whiskyglas, es ist halt einfach ein Weinglas, aber ich nehme es halt für so ziemlich alle alkoholischen Getränke her, weil es kann halt nicht kaputt gehen und ist halt sehr praktisch, wiegt auch sehr wenig im Übrigen. Ne? Also, falls man sowas in die Richtung mal braucht, dann habe ich im Hauptfach, zack, hier noch eine Gaskartusche. Da könnte man natürlich auch eine kleine mitnehmen, aber ich habe hier gerade eine mittlere, in der noch ein kleiner letzter Rest drin ist und möchte die irgendwann mal leer haben. Habe hier mein Topfset, das habt ihr vielleicht auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist von Torx und besteht aus zwei Pötten, die netterweise ineinander passen, jeweils auch mit Deckel. Deckel 1, Deckel 2, schwupp, Topf 1. Was heißt Topf? Das ist eine Tasse im Grunde, eine große Tasse, hat 500 Milliliter Fassungsvermögen. Da muss man aber mutig sein, wenn man wirklich 500 reinmacht. Aber ja, geht gerade noch so, hier mit Klappgriff. Und die kann man eben einfach auch auf den Kocher stellen und dann da drin was heiß machen. Das ist von daher sehr, sehr praktisch. Und das gleiche Prinzip hier nochmal mit der kleinen Tasse. Auch die lässt sich auf den Kocher stellen und sich drin was heiß machen. Und was hier jetzt in der Mitte noch ist, ist ein, zeige ich euch dann nachher vermutlich, Spirituskocher eingewickelt, damit da nicht alles zugrußt, beziehungsweise kein Restspiritus in meiner Tasse landet. Und dann schmeckt nämlich alles furchtbar. Und dieses Gitterchen drumherum, das ist der Ständer, auf den kann man die Tasse draufstellen. Da gibt es Besseres. Ich habe inzwischen auch ein paar Selbstbauvarianten davon geschenkt bekommen, von so einem Gitter. Muss ich mal irgendwann austauschen, bin ich einfach noch nicht dazu gekommen, im Standardset das auszutauschen. Aber da gibt es wirklich bessere Selbstbauvarianten als das hier. Gut, dazu jeweils noch die Beutelchen, die haben auch etwas gelitten im Laufe der Zeit. Aber noch funktionieren sie, das heißt, es passt noch was rein. Gut, Säckchen, zurück zum Säckchen.
Das war's. Hauptfach soweit leer. Jetzt habe ich hier aber noch drei kleine Fächer. Die haben jeweils einen einfachen Knopf. Also einen wirklichen Knopf, keinen Druckknopf, sondern einen Knopf, also so wie der Hosenknopf im Regelfall. Und da befindet sich mein Tee-Ei. Hoppla, da ist es auch schon weg. Und jetzt hängt da was weiß ich was dran. Also hier ein Tee-Ei, kennt man, ne? Füllt man Tee rein und hängt es in die Tasse. Also losen Tee, wenn man halt nicht Teebeutel hat. Außerdem mein Gasköcherchen. Ich habe also mit dem Set die Möglichkeit, wahlweise mit Spiritus oder wahlweise mit Gas zu kochen, je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune habe, je nachdem, wie die Wetterbedingungen gerade sind. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich nachher mache. Weiß ich noch, ja. Schauen wir. Ja, aber das ist ein kleiner Gaskocher gewesen. Und hier habe ich jetzt noch schlicht und ergreifend ein Geschirrhandtuch, damit man dann sein Material auch wieder einigermaßen sauber nach Hause bringt und nicht gleich als allererstes, wenn du daheim ankommst, dein Outdoor-Geschirr noch spülen musst. Das mache ich überhaupt nicht gerne, wenn ich heimkomme. Klar, ein bisschen Ausrüstung versorgen muss man sicher, das eine oder andere abtrocknen, das eine oder andere trocknen lassen, wenn es nass geworden ist, wenn das Wetter halt entsprechend war, sicher. Aber wenn man es vermeiden kann, dann mache ich wirklich sehr gerne den Abwasch draußen direkt. Und ja, kann es dann direkt quasi wieder verstauen und kann es auch eben hiermit auch abtrocknen, wie gesagt. Ja, wichtig. So, und dann habe ich als letztes, hier gibt es nämlich noch eine Seitentasche, die mehr oder weniger durchgängig von da oben bis unten ist, also auf der Innenseite natürlich, kann ich euch nur schlecht zeigen. Guck mal hier, so könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen sehen, ja. Ja, und in dieser Tasche, ich hatte da zuerst den Windschutz drin, dann hatte ich überlegt, ja, da passt doch auch noch eine kleine andere Flasche Spiritus rein. Ja, dann nehme ich doch lieber die andere Flasche Spiritus, bis ich dann rausgefunden habe, das hat doch genau das Format für diese kleineren Whiskyflaschen, ja, in diesem Format. Das gibt es ja von verschiedenen guten schottischen Whiskys und auch von anderen Whiskys in exakt eben besagtem Format. Und ja, ist noch erstaunlich viel drin. Ich habe in letzter Zeit wenig gesoffen offensichtlich. Hat schon eine Weile her, dass ich die immer geschenkt bekommen habe. Aber ja, ne, falls bei einer guten Zeit draußen ausnahmsweise auch mal ein Schluck Whisky sein darf, habe ich ihn jetzt hier mit Griff bereit und die Flasche ist da sicher verpackt in der kleinen Tasche. Ne? Wenn ich die jetzt nicht gegen irgendwelche Felsen schleudere, dann geht da auch nichts kaputt. Und selbst, ja, das ist so unwahrscheinlich. Ich glaube, das Risiko kann man eingehen. Ja, und hier vorne hat es jetzt noch so zwei kleine Aufsetztäschelchen, die habe ich gedacht, nutze ich für einen Feuerstahl und für ein Taschenmesser. Ein Taschenmesser ist immer gut, nicht, dass ich das jetzt speziell für irgendwas bräuchte. Feuerstahl logischerweise zum Anmachen von wahlweise Kocher oder Spiritus, das geht mit dem Feuerstahl ja tatsächlich ganz gut. Streichhölzer wäre noch eine Alternative, mit dem Feuerzeug ist das eher krampfig. Wobei ein Gaskocher ist egal, der geht ja mit allem. Ja. Das ist es im Grunde auch schon. Ne? Also ich finde das so als Idee, so für die Kleinen eine gute Zeit haben. Ich muss wirklich einen besseren Namen dafür finden. draußen Tasche. Finde ich das wirklich eine gute Idee. Ich hatte sowas schon mal so ähnlich. Da war es aber mehr so eine kleine Kochtasche mit Dosenravioli oder was da drin gewesen war. Ich weiß es nicht mehr genau. Meine Frau hat mich daran erinnert, dass ich sowas schon mal hatte. Scheinbar, mach das ja so gerne. Ich packe ja so gerne so kleine Utensilien-Täschchen mit irgendwelchen Utensilien voll und habe dann ein Set an Utensilien, mit dem ich rumlaufen kann. Und irgendwann brauche ich die Ausrüstung wahrscheinlich anderweitig. Wobei das meiste, was jetzt hier drin war, darf da auch drin bleiben. Ich habe einen anderen Standard-Gaskocher als der da drin ist. Den Spiritus, den kleinen, verwende ich auch nur ausnahmsweise mal. Das heißt, das könnte da eigentlich schon im Regelfall drin bleiben. Auch Whisky, Müllsack. Küchentücher haben wir eine Menge. Die Trinkflasche, die habe ich auch selten im Einsatz. Meistens renne ich immer eine 1,5 Liter Flasche rum oder zwei davon. Von daher, ja, könnte sein. Ne? So, und jetzt mache ich mir einfach noch Quinten Tee. Und ja, das müsst ihr nicht groß zugucken. Und dann sage ich auch schon wieder Tschüss.
So, ich habe einen Tee. Und noch ein kleines bisschen Dreck an der Tasse, aber das macht nichts, das ist ja nicht im Tee. Also, zum Wohl. Und ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Die Verwendung dieser Tasche, normalerweise würde ich sie halt nicht komplett ausräumen, sondern nur das entnehmen, was ich auch... Oh, der riecht aber lecker. Oh, nur das entnehmen, was ich auch wirklich brauche. Mmh. Oh, ja. Mmh. Mmh. Fein. Muss dazu sagen, natürlich, einen guten Tee braucht ja auch ein gutes Wasser. Und was das angeht, ist das so toll, was für ein Wasser bei uns aus dem Wasserhahn kommt. So ein gutes Trinkwasser hatte ich noch nie, also aus dem Hahn. Ne? Also wirklich richtig, richtig lecker. Wir sind quasi ja, Granit gefiltert sozusagen. Also außerordentlich weiches Wasser, so gut wie gar kein Kalk drin. Ich finde, das schmeckt man. Ja, also das ist toll. Mmh. Ja, ja, schön, 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 schön. Entschuldigung, Nase. Ne? Ich habe ja immer noch mein Schnupfenproblem. Wird aber langsam besser. Ah, das tut jetzt gut. Ja, also ich bedanke mich fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht wollt ihr euch auch so eine Tasche zusammenstellen. Ich möchte nochmal betonen, es ist schnurzpiep egal, was für einen Brotbeutel ihr da nehmt. Das passt da mehr oder weniger in alle von diesen Dingern rein. Das darf auch ein Nachbau sein. Ich finde den polnischen sehr, sehr cool. Auch gerade mit diesen kleinen Extra-Täschchen, wofür auch immer die ursprünglich mal gewesen sind. Ja, also vielen Dank für Tee und Beutel in diesem Zusammenhang. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.